Das ist Wichser. Die Old Rascals. Tritt auf. Tritt auf. Also tritt auf, verfolgt von Erinnerungen. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. You wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Da sind wir also irgendwie auch Gesetzeslose, aber so ein bisschen mit mehr, trotzdem mit, oh, ich kann das Lager untersuchen. Das mache ich doch gleich mal. Sehr gut. Also trotzdem sind wir jetzt so eine Art Helden. Aber Helden jetzt nicht in dem Sinne. Weil wir sind ja auch Gesetzeslose. Aber wir haben wenigstens so ein bisschen Ehre und bringen nicht einfach irgendwelche Ehemänner um. Diese Autoristikals. Scheiße, sieht ja gar nichts mehr. The money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Aber man kann es aus einer Ego-Perspektive spielen tatsächlich. Mach ich mal das mal ein bisschen, dass so schön aussieht. Das ist aber geil. Ich finde die Funktion geil. Ich werde das so durchspielen. Also ich werde das nicht so hauptsächlich machen, aber ich finde das irgendwie ganz hübsch. Muss die Details besser angucken. Auf ein Spiel so ein bisschen. Tracks go left, down here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Kinokamera. Ey, das ist ja auch geil gemacht. Ah, dann mach zu. Das sieht schon nice aus, muss man schon echt sagen. Naja. Solange ich nicht runterfliege, ist alles gut. Aber vielleicht solltest du vorreiten. Reitung.
snow here. I don't know about this, Javier. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Ja, wir müssen hier echt aufpassen, dass wir nicht abstürzen. Wir sind ziemlich nah am Absturz, wenn wir hier runter gucken. Falschen Schritt und... Ah, Mann. Hey, look! Over there! You see that? Ja. Oh nein, oder? John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Come on, up there. Aha, reite mal vor. Bei diesen Klippen hier bin ich mal. Nein, ich will ihn ja vorreiten müssen. It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We have to walk from here. I grabbed that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Wann habe ich denn wann habe ich denn? Wie mache ich das? Oh gut, nehme ich halt die. Soll mal rechts sein. Puh. Alter, wie das aussieht. Nice, die Nachladeanimation ist. Okay, ich bin gleich wieder da. Ja, schnell bist du jetzt ja auch nicht. You sure about this? Over here! It's coming from this way. Okay. Careful here. Oh Gott, na gut, ich gehe hier ein bisschen hier. Mehr da, we're high up here. You're telling me. Okay, also wir haben auch eine Ausdaueranzeige. Ach du, ich, das war auch knapp. Oh, wow, sehr knapp. Stay low under here. Okay, from here. Ist aber nur ein. Warte mal, haben wir doch bestimmt was? Ja, hier haben wir doch was. Brauchen sowieso noch nie. Ich würde. Ja, ich glaube Dosen, ne, oder? Das ist doch ganz gut. Haben wir mal was essen? Ich muss mal was essen. Mitten auf dem Berg. Oh, erstmal was essen. Wo ist Arthur? Aber gut, ich habe auch keine Lust, da hier mit halber Ausdauer mich hier abzukämpfen. Er ist ja gut, ich bin ja gleich da. Wir doch gleich da. Oh, oh Gott, ey. Na gut, ich glaube nicht, dass die Old Driscolls sind. Ah, oder? Weiß ich nicht. Ja gut, könnte ich mir irgendwie schon vorstellen, wie brutal die auch waren, den Ehemann umgebracht haben. Weiß halt nicht, wie das bei denen so ist, wenn sie jemanden umbringen wollen, wie weit sie gehen. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass die halt so sagen, hey, wir wollen den umbringen. Let's keep moving then. Come on. John, can you hear me? John? John, where are you? Marston! Over here!
Marston? He's down here. Wie lange ist er denn schon da? That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Ja, willkommen im Winter. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. You see that on the ridge? No. I'll distract him while you get to the horses. Go. Draw them off. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. Hey. We're getting you out of here. Get back. Draw them off us, Arthur. Hey, over here. Right here. Hey! Over here! Hey! Here! Oh, ich muss nachladen! Ja. Scheiß Viech! Puh, das ist nochmal knapp. Boah. Mich nämlich nicht erwischt, nee, ne? Und dann doch noch ein bisschen am Arm gekratzt. Das war. Okay, komm. Ich will es hier auch nicht länger. Ich will das auch nicht jetzt hinauf beschwören, dass noch mehr Wölfe kommen. Ah ja, gute Idee. Boah. Ja, das du wirst schon wieder. Got bit by a dog. Died. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. Ach ja. Up there? Oh nein. Pisst euch! Was? Och nee, oder? Nein, 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 ich hab ihn nicht getroffen. Der ist zu nah. Zu nah. Oh, fuck, treff ihn nicht. Dumm. Jetzt halt. Da. Oh, Alter. Boah. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here. Let's cross to the left. Ich bin schon lange links. Ich glaube, wollte jetzt nicht durch Eiswasser laufen. Mit dem Pferd. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Das ist eine Quälerei fürs Pferd, wenn du, weil ich ja schon arschkalt und wenn du natürlich so durch Eiswasser die ganze Zeit latscht, ist ja noch schlimmer. Help here!
We get some help. We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Here we go. There we go. So. Hey, careful, idiotas. It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Mugge. Du hast Tritt A verfolgt. Abgeschlossen. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Alter, das ist ein Wetter, ey. Gut. We get strong, we get warm, and we wait. When the storm breaks, we move. But we're safe here. Warm enough, I guess. Wir müssen vielleicht mal noch unter dem Pferd gucken. I don't feel that this is honestly anything new. I hope not. We had a bit of bad luck, but then the storm covered our tracks, so now we wait a bit, and we go back to Blackwater, and we get our money, or we get some more money, and we keep heading west. But we're heading east. For now. For now. We got this. We're safe. Ja, also wir sind in Sicherheit. Wir mussten gegen Odrystals kämpfen, wir mussten gegen Wölfe kämpfen. Wir sind voll in Sicherheit. Ich meine, klar, wir mussten jeweils immer zu denen hinlaufen, aber vom Prinzip her Sicherheit am Arsch. Wir sind überhaupt nicht sicher. Und auch der Winter, ich meine, gut, wir sind. Oh gut, hier können wir wohl nichts mehr machen, ne? Ne. Ja, okay, F weggehen. Na gut, so, was? Was? Glotter mal. Wurde so, hä? Winterhandschuhe. Ah ja, Winterhandschuhe. Also kann ich auch aussehen. Oh, sie haben behalten. Jetzt habe ich es ausgezogen. Ah, okay. Kann man aussehen, aber lassen wir lieber. Gut, ja, dann gehen wir auf, nicht auf B, war das nicht? Q auf Tab. Nee, Tab. Achso, Tab sind Gegenstände. Ah, okay. Kann ich es wieder durchlesen? Na gut. Was? Habe ich jetzt gerade Arznei genommen? Wollte ich eigentlich nicht. Haben wir noch was, ne? Ja, genau. Wollte ich nicht. Dachte, nimmt man Arznei. Okay. Ich muss also aufpassen. Okay, da muss ich aufpassen. Das war eigentlich jetzt nicht schlimm, aber später im Spiel. Gut. Ja, es ist halt nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass ich die Ultimate Edition habe und damit auf jeden Fall das komplette Spiel, was ein Bankraub noch irgendwie mit beinhalten soll, der Story relevant ist. Also hier ist alles dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das aktiviert. Also ob ich das, wann ich darauf Zugriff habe. Ich schätze jetzt einfach mal, wir müssen einfach mal ein bisschen zocken. Dann werde ich das irgendwie bekommen. Aber auch im Prinzip, ja, ich habe die Ultimate. Was ich ganz gut finde für ein Let's Play, immer ganz schön, wenn man ein komplettes Spiel hat und nicht nur ein halbes. Ich bin auch kein Fan von halben Spielen, muss ich ehrlich sagen. Okay there, Dutch. Thank you. Thank you for bringing John back. Finally, some relief. He's beat up, but he'll be all right, I hope. Das schafft er schon. Der ist gut. Der ist groß. Well, try to stay strong. Thank you, Arthur. How you feeling, Jose?
You've been coughing a lot. That's the cold. Thank you for bringing John back. Of course. Ah, immer doch. Anyway, try not to worry. Okay, Arthur. Aber John scheint wohl öfters mal weg zu sein. Wie, was haben wir hier im B eigentlich? Vorräte, Arzneimittel oder Dokumente? Tagebuch. Ach so, jetzt hier steht drinne nochmal zusammengefasst, was passiert ist. Colter, wir sind seit Wochen auf der Flucht, nicht nur ein wenig, wie üblich, sondern richtig. Das Ding, das sie in Blackwater gedreht haben, dieser Raubüberfall auf die Fähre, war wohl ein Desaster. Jenny wurde getötet, das arme Ding. Sean und Mac sind entweder verhaftet oder tot. Das weiß niemand so genau. Dutch hat ein Mädchen erschossen, ich weiß nicht, ob absichtlich oder aus Versehen. Eventuell wurde er auch reingelegt. Wir sind Hals über Kopf in die Berge geflohen und müssen die Beute und fast alles, was wir besaßen, zurücklassen. Okay. Okay, da hat er noch ganz viele Sachen geschrieben. Wohl kaum der Frühling, den ich mir erhofft hatte. Jose und ich hatten einen eigenen kleinen Überfall in Blackwater geplant. Aber es hat sich wohl erledigt. Genau wie das meiste von dem, was ich mal besessen habe. Ich mache mir wirklich Sorgen, wie es weitergeht. Sobald wir diesen Ort verlassen oder die Gesetzesstelle uns hier oben finden. Wir haben ein Mädchen gefunden. Naja, sollte sie wohl eher Frau nennen. Ihr Mann wurde von ein paar der Jungs von Comet Bristol ermordet. Üble Sache. Ja, das stimmt. Also mehr nicht geschrieben, na gut. Ist ja noch nicht so viel passiert. Müssen wir mal zwischendurch reingucken, dann können wir das mal zwischendurch mal lesen. Aber gut, okay, ja, sind ja hier dieser Raub. Nachttisch. Genau. Hier ist nichts drin, schade. You okay in here, Molly? Might be warmer by the fire. I'm fine, thank you. Okay. Na gut, dann gehe ich mal raus, ne? Ah, gut. Gut. Was gibt's denn hier für mich zu tun?